Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Und heute wollen wir endlich das, was wir schon seit drei Folgen wollen, und zwar hier oben die nächste Etage mit der Stromversorgung und mit der ME-Kabel, mit dem ME-Kabelanschluss versehen, so dass wir hier oben keine extra Stromleitungen und Solarpanels und weiß der Geier noch alles benötigen. So, das heißt, wir werden uns diese Säule vornehmen. Einfach nur, weil es die erste war, die da rumstand. Da ist es ein E-Kabel. Da ist es Conduit, nicht ein E-Kabel. So. Painted Glowstone, das brauchen wir später noch. Also ne, halt, das sind die falschen. So. Jetzt war das. Jetzt müssen wir hier unten noch den Anschluss machen. Bis dahin. Auch mal noch 1, 2, 3, 4 und dann 3 von D. Conduit sein. Reicht noch eine Ecke. Gut, das heißt, wir brauchen noch 4 mit dem Fußbodendesign. Mit dem, 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir 1, 2, 3, damit. Kurz durchlaufen lassen. Umschalten. Was nicht alles gibt. So, hops, dann zurück. Haben wir hier 1, 2, 3, 4 und 1, ach Scheibenhonig. Offensichtlich kann man das einfach so überschreiben. Das finde ich jetzt natürlich etwas sehr, sehr, sehr merkwürdig, aber okay. Wieder was gelernt. Also braucht man noch einen. Mit dem Design. Sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber es geht leider nicht anders. Weil es sich anscheinend nicht verbindet, aber naja. Man kann nicht alles haben. So, jetzt sind die alle. Und wir brauchen neue Conduit-Binder.
hier aber unsere Soulsend Sieberei schon recht erfolgreich. Überhaupt noch jetzt eigentlich prima drauf, dass wir hier ein paar wieder kriegen, weil wir nämlich für die Kabel davon welche brauchen. So, dann haben wir hier zwei Kabel. Ups. Das sollte jetzt eigentlich reichen, um das hier anzuschließen, fertig. So, das bedeutet, wir können jetzt von oben erstmal die Solaranlage abbauen. So. Jetzt brauchen wir nur noch die ME-Conduits da hochlegen, damit wir da erstmal 22 wird knapp werden. Aber damit wir da erstmal die Kiste automatisch leer machen können. Ja, war ja klar. Wie machen wir das am Blödsinn? Müssen wir rausgucken lassen. Weil das Problem ist, die Conduits können wir zwar bis ein Feld vor den Anschluss setzen. Aber leider sind die nicht kompatibel mit den Ports. Ja, verbindet sich nicht. Das habe ich festgestellt, wo ich den Cobblestone-Generator angeschlossen habe. Das ist zwar ärgerlich, lässt sich aber jetzt leider nicht ändern. Von daher müssen wir halt damit leben. Langsam ist hier ein richtig schöner Konduit. Strang. Oder nee, das ist schon leider. Okay. Gut, dann brauchen wir bloß noch einen Import-Bus. Und ein Kabel, weil wie ich vorhin sagte, geht es nicht direkt aus den Conduits. Die Frage ist jetzt nur, wie wir nur das rausziehen, was wir rausziehen wollen. Ohne dass die Samen mitkommen. Dann müssen wir eine Whitelist mit draufsetzen.
Ja, so. Dann müsste er genau die Essenzen schon mal rausziehen. Dann brauchen wir noch eine Fassade. Jetzt sehen wir gerade, dass es hier dunkel ist. Das ist nicht gut. So, dann Fassade. Die müssen wir uns noch eine färben. Und dann brauchen wir eine Capacity Card. Jetzt habe ich's. Und dafür brauchen wir wieder Kerne. Machen wir da mal ein paar mehr. Nee, Quatsch, wir sind ja ganz hoch. So. Ach ja, das Gedächtnis wieder. Das reicht erstmal für die Arten von Sitz, die wir hier haben. Ups. Einmal das, einmal das, einmal das und einmal das. So, hätten wir es auch fertig. Dann habe ich aber gelesen, dass die Farming Stations von NDIO die wohl stehen lassen sollen, die Seeds. Ist die Frage, können wir die herstellen? Elementor ist kein Ding, Electrical Steel ist auch kein Ding. Braucht man Slice and Spice dafür? Slice. Okay. Den Kopf haben wir ja schon mal. Gut, okay, jetzt brauchen wir noch Solarium. Soul Sand und Gold Ingots sind zwar 2, 4, 5. Hoffen wir mal, dass der Sand, den ich jetzt mal reingetan habe, hier mittlerweile durch ist. Wie schaut's mit Gold aus? Ich würde mal sagen, überschaubar. Smelter. Das heißt, wir werden unten mal noch mal auffüllen. Jetzt sollte eigentlich unser Cobblestone-Generator hier drüben sofort.
weiter produzieren. Perfekt. Das ich muss mal kurz gucken, was der jetzt hier programmiert ist. Der ist auf Gravel. Jo, warum nicht? So. Das heißt, es läuft hier alles. Perfekt. Das durch. Was haben wir jetzt hier noch? Nur Kleinkram. Zwei Diamanten. Aber wir haben auch zwei, drei, vier, unsere fünf Solarium, die wir brauchen, um den Slicen. Es Slice Slice. Wow. Das Name Himmel. So. Okay. Dann geht's weiter. Wir wollten ja eine Farming Station bauen. Diamond. Okay. Pulsating haben wir nichts mehr. Ender Pearl und Iron Ingot. Ups. Ich vermute mal, dass der Ofen, ja, wenn ich fertig ist, der läuft gut. Dann machen wir das nächste Z-Logic. Da brauchen wir Solarium, Silikon, Redstone und ein Zombie-Head. Und dazu noch eine Axt und einmal Scheren. So. Zombie Silikon. Zombie Head. Und Redstone. Und mit unserem Slice Slice wurde daraus ein Z-Logic Controller. So, da haben wir das. Wir müssen uns um die Electrical Steels kümmern. Das ist entweder Induction Smelter, Silikon und Steel. Oder ich wollte gerade sagen: Pulverized Coal, Silikon und Iron. Also Pulverized Coal. Bei die 7. Silikon. Und Iron. Lootbags 15. Na, vielleicht haben wir ja endlich mal Glück und kriegen unsere Chicken raus. Nein? 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 Lootbags. Nope. Alles Mögliche kriegen wir, aber irgendwie will er uns keine Chickens geben.
da sind sie doch. Perfekt. So, dann brauchen wir zwei davon. Und da haben wir einen Chicken Stick. Wir hatten schon Chicken. Okay, gut. So, und was stand im Aufgabenbuch jetzt drinne? Hammer Blocks with the Chicken Stick and get a Chicken. Okay, also brauchen wir ein Stick. Chicken, nicht Stick. Das klang doch nach. Nee, das war bloß die Animation. Ups, das war das Falsche. Will uns jetzt gerade ein bisschen ärgern. Immer noch ganz rum, das gibt's doch nicht. Haben gleich einen ganzen Stack verballert. Okay, wir haben den ganzen Stack verballert. More blocks with a chicken stick and get a chicken. Okay. Na dann machen wir weiter. Das kriegen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch hin. Da ist es. Da ist unser Chicken. Und das bedeutet, wir können das abhaken. Sehr schön. Gut. Das ist alles noch Zukunftsmusik hier. Link in Ender Potion, Ender Chest haben wir noch nicht. Automatic Storage of Orders, Form in Automatic Sieve. Hammer. Das haben wir noch nicht gemacht. Creative Pacific Food Reactor. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Mystic Mastery. Jo. Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall noch das ein oder andere vor uns. Aber heute haben wir auch wieder was geschafft. Ich mache jetzt noch mit dem Stick hier die restlichen Steine weg, die wir gerade hingesetzt haben. Danke euch fürs Zuschauen. Das nächste Mal werden wir auf jeden Fall die Farming Station fertig machen und in Betrieb nehmen. Und ja, bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Vorschläge habt, wie üblich bitte in die Kommentare. Und ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Abos sind sowieso immer gern gesehen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.